Die Feierlichkeiten anlässlich eures jüngsten Triumphes finden ein jähes Ende, als die Kunde von zwei tragischen Verlusten eintrifft. Das gefräßige Schwein hat eine eurer Grafschaften eingenommen, wobei der ehrenwerte Lord Woolsack gefangen genommen und brutal ermordet wurde. Dem Woolsack habe ich einen schmerzhaften Tod bereitet. Ich habe ihm die Zähne ausgerissen, die Zehen abgeschnitten und die Knie gebrochen. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Wie erging es euch? Habt ihr eure Beute erlegt? Mission 12. Das Lösegeld. Ich habe eine Menge Zeit am Verhandlungstisch mit den Männern verbracht, die den König gefangen halten. Jetzt wurde das Lösegeld festgelegt. Ihr müsst sofort damit beginnen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Geld aufzutreiben. Ihr sendet augenblicklich Spione in die anliegenden Grafschaften aus, in der Hoffnung, Reichtümer zu finden, um die ihr sie erleichtern könnt. Eure Spione berichten, dass die Schlange Gold in einer seiner Grafschaften hortet, in der er eiligst eine Burg errichtet. Startet einen Überraschungsangriff, um das Gold an euch zu bringen. Euch werden einige Tunnelgräber geschickt, die euch helfen werden, die Burg einzunehmen. Ja, und damit willkommen zu Mission 12, das Lösegeld. Und ja, das Lösegeld wurde festgelegt für den König. Naja, schwierigkeitsabhängig festgelegt. Ich habe schon mal Aufnahme gestartet, da gab es aber ein kleines Problem, deswegen war es zuerst auf leicht, weil ich schon mal umgeswitcht habe, um zu sehen, wie sich das verhält. Ja, 3, 6, 9 und 12.000 Gold. Das ist eine Nummer. Das ist wirklich eine Nummer. Das ist sogar eine Nummer, die ist groß. Und ja, ebenfalls noch, wir haben ja gesehen, dass das Schwein eine Grafschaft eingenommen hat. Und das war die, in der gerade Lord Woolsack drin war. Und wir haben schon gehört, das Schwein hat ein wenig Spaß. Lord Woolsack eher weniger, glaube ich. Und ja, aber zumindest besteht die Hoffnung, dass wir den König freikaufen können. Aber gut, Hinweise. Verwendet Tunnelbauer und Streitkolbenkämpfer, um die Burgwelle einzureißen und setzt dann Armbrust- und Bogenschützen ein, um sie zu verteidigen. Tötet alle feindlichen Einheiten, um die Burg an euch zu bringen. Habt ihr dies erreicht, nehmt Reparaturen vor und beginnt mit der Truppenaushebung, um die Burg vor Feinden zu sichern. Okay. Erhebt Steuern und setzt Händler ein, um zusätzliches Gold zu erwirtschaften. Sehr schön, ich würde sagen, auf geht's. Ah, pausieren. Gut. Ja, okay, das ist auch was Lustiges. Wenn wir angreifen, Gegnerburgen, dann ist es so, dass wir noch keine Zeit haben. Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich, es sei denn, da steht wirklich eine Zeitbegrenzung da, wir haben im Prinzip unendlich Zeit, bis wir die Burg übernommen haben, bevor irgendwelche Ereignisse gestartet werden. Aber gut, trotzdem pausiere ich mal, weil ich mir alles vorher ein bisschen angucken will. Und zwar einfach erstmal die Gegend. Das habe ich im ersten Let's Play zu wenig gemacht, einfach mal die Landschaften betrachtet. Weil oftmals sind hier doch schöne Landschaftsbilder drin. Wie schon gesagt, Stronghold 1 ist eigentlich simpel von der Grafik, aber es sind eigentlich echt diese alten, schönen Spiele, die alte 2D-Grafik verwenden, die noch in mühsamer Handarbeit wirklich erstellt wurden, die wirklich richtig schöne Landschaftsbilder zaubern können. Es ist Wahnsinn, da können sich viele heutige Spiele schon eine Scheibe abschneiden. Und ja, hier haben wir ein schönes Inselchen, ja quasi, kann auch eine Halbinsel sein, man weiß es ja nicht. Mit Wölfen drauf, die können uns nicht gefährlich werden, hier kommt nichts durch. Da unten, ja, da haben wir Stein, da haben wir Eisen, also wir haben eigentlich jede Menge Potenzial, gut Gold zu scheffeln, sobald wir mal die Burg eingenommen haben. Und ja, verteidigungstechnisch. Bogen und Armbrustschützen, ja, das tut schon weh. Jetzt hat die Schlange erste Armbrustschützen. Wir aber auch. Aber nicht allzu viele. Okay. Die Sache ist die, je mehr wir die Burg vorher beschädigen, desto mehr müssen wir reparieren. Problem ist leider... Ja, ich glaube, ich setze trotzdem Tunnelbauer ein. Ich mache einen Durchgang. Ich mache einen Durchgang und prügel mich schnell durch.
und stürmt es mit Streitgruppenkämpfern. Das funktioniert schon. Hier können wir noch stürmen, selbst auf sehr schwer. Im Übrigen, darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Fangen wir erstmal an. Haben wir? 60 hatten wir. Was ist los? So, dann kommt mal her, meine Freunde. Ich habe Platz, Angst, wisst ihr. So cool, so klassisch. So, machen wir erstmal 2. Machen wir es mal so, hintereinander. Müsste eigentlich funktionieren. Ich hoffe, dass die denselben Punkt anvisieren. Und da, die Tunnelbauer. Oh, ebenfalls. Das ist eine reine Belagerungseinheit. Von der Kampfkraft her sehr vergleichbar mit dem Lanzenträger. Sind sogar ein bisschen schneller. Und ja, können eben Tunnel graben. Richtig, die brauchen erstmal eine Weile, bis sie sich reingebuddelt haben. Und dann buddeln sie sich den Boden entlang und reißen irgendwo ein gutes Stück Mauer ein oder beschädigen Gebäude. Wie Türme oder Torhäuser. Und das ist schön. Das gefällt mir. Tunnelbauer, ihr seid toll. Auch, ich glaube, das ist so eine kleine, das ist so ein One-Way-Ticket, glaube ich. Ich nehme mal an, wenn er das Fundament beschädigt, dann fällt einfach die Mauer oder der Turm auf ihn drauf. Sie waren tapfer bis zum Ende. Ich glaube, vielleicht weiß er es gar nicht. Ja, grab einfach in diese Richtung. Aber mein Lord, da ist doch der Ozean. Ja und? Danach wirst du reichlich belohnt, auch wenn das so ist. Du wirst überschüttet werden. Mit was habe ich ja nicht gesagt? Arme Sau. Er hat halt mit Reichtümern gerechnet, nicht mit Wasser. Und ja, im Übrigen, es gibt auch eine kleine Erhöhung des Landes dadurch. Man sieht halt, wo die sich langbuddeln. Torpedos los. Und jetzt gehen die Mauern. Ja, die gehen auf die Mauern. Nummer 1 und Nummer 2 eigentlich gleich hinterher. Zack. Es dürfte knapp reichen. Jawohl. Eigentlich dann doch nicht. Schon wieder ein Graben? Nee, knapp nicht. Wo haben wir gestartet? Da. Machen wir das gleiche nochmal. Da machen wir mal. Ja komm, das ist meine Ausnahme, wo ich sage, da können wir mal eine 90er Spielgeschwindigkeit machen, bei dem jetzt nochmal beim Graben zuzugucken. Ich bitte euch. Sobald hier offen ist, stürmen wir durch. Haben Spaß. Haben Spaß und ab ins Loch. Ja. Das war eine gute Überleitung, dankeschön. Vielen Dank, Tunnelgräber. Bom, bom, bom. Was gibt das sein? Ja, hier geht's durch. Wir können schon mal die Nummerierungen machen. Ja. Streitkampfkämpfer kriegen mal die 1. 41 ist eine schöne Zahl, die gefällt mir. Damit kann man arbeiten. Wir haben sogar ein paar Lanzenträger dabei. Wir brauchen ein paar Maskottchen. Ist auch mal ganz nützlich. Vielleicht kommt die Schlange auch mit der... Nein, wo gehst du hin? Nein, mach doch nicht da drüben auf. Och, Junge. Nein. Nein. Wir brauchen noch einen. Ich habe Platz. Das ist so gemein. Genau die richtigen ausgewählt. Ich meine, hier gibt es nicht mal Sinn. Ich meine, man kennt es ja, dass gerne in der Marine, dass bei Schiffen, vor allem zu damaligen Zeiten, sehr, sehr gerne Nichtschwimmer eingesetzt wurden. Die verteidigen nämlich die Schiffe länger. Aber Platzangst bei jemandem, der Tunnel graben soll, das ist dann wieder doch kontraproduktiv. Hallöchen. Gleich ist die Mauer auf. Jetzt geht er... Och, kommt, Leute, wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das? Jetzt ist er schon wieder... Oh, das... Das riecht nach Ärger. Ja, das riecht nach Ärger. Das riecht nach Überstunden. Wie viel haben wir denn noch? Ja, wir haben noch 3. Daran liegt es jetzt nicht. Aber ich meine... Ich plane zuerst, ja, mit 2 könnte es klappen. Ja gut, setzen wir noch einen nach. Nö. Leute. Ach, Günther. Ich wünschte, du könntest einfach reingehen und alle rausprügeln. Warum hat er jetzt... Komm, du schaffst es jetzt. Genau. Bum, bum, und ab bum. Ins Loch. Oh ja. Klonk, klonk, klonk. Minecraft-Style. Aber jetzt. Dann stürmen wir durch. Danach speichern auch mal vorher. Ich weiß nicht, übernehmen wir das Vorratslager so wie es ist. Dementsprechend wird es ja recht Sinn machen. Eine schön weit ansammeln zu lassen. Aber ja, an sich, also auf normalen Schwierigkeitsgrad geht's auf jeden Fall. Auf schwer könnte es auch noch klappt funktionieren. Sehr schwer bin ich mir sehr, sehr unsicher. Aber normalerweise kann man die Mission ruckzuck gewinnen, indem man einfach alles einreißt und alles verkauft. Dann hat man es eigentlich geschafft.
Ja, endlich ist mal offen. Heieieiei. Das war aber auch eine Geburt. Und Speichern. So. Dann würde ich sagen, die ganzen Träger geben zwar kleine Meat-Shields ab, aber ganz ehrlich, die Stratkampfkämpfer halten genug aus. Kommt, ihr geht durch und macht tot. Wir machen es so, dass die sich ein bisschen aufteilen. Wir werden auch auf aggressiv gestellt. Im Übrigen, ab Stronghold Crusader rennen die Streitkolbenkämpfer immer. Im ersten Teil ist es halt so, dass die nur in Feindesnähe quasi chargen. Sobald sie ziemlich nah an Feinden dran sind, fangen sie an zu rennen. Vorher gibt's, ja, hier fangen sie jetzt an zu rennen. Wie gesagt, ab Crusader 1 rennen sie immer. Das hätten sie eigentlich auch für die Lanzenträger machen sollen, weil die haben ja auch eine Rennanimation. Die können eigentlich auch rennen. Und da die ungepanzert sind, macht es eigentlich auch Sinn, dass die rennen können. Ah, Günther ist eben der Schnellste. Unübertroffen. Los, was gibt's? Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ja, Herr. Und damit meine ich nicht nur die Geschwindigkeit. Ja. Enrage. Günther Enrage. Und alles holen. Die Frau. Wir erlösen sie mal. Was gibt's? Die Frau nehmen wir mit. Das Schwein hat mir bei gebracht, wie man mit Gefangenen umgeht. Muss ich auch mal ein bisschen üben. Ist mal gut, dass jemand dafür da ist. Nein, was? Nee, du lässt das Ding. Boah, ist ja fast kaputt. Was wünscht ihr? Jetzt aber, oder? Der Feind ist jawohl. Wie übernehme ich das Vorratslager, oder? Geil. Das heißt, wir könnten es rein theoretisch echt einfach mal eine Stunde laufen lassen, gucken, dass hier alles. Na gut. Sehr viel mehr geht hier eh nicht mehr rein. Dafür wird der Konspeicher. Oh nö, da geht. Okay. Dann gehen wir runter, speichern nochmal. Wo lauft denn ihr hin, Leute? Speichern. Leute? Was gibt's? Habe ich euch da rausgeschickt? Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir haben Gold in der Schatzkammer der Schlange gefunden, Sire. 1000. Doch es reicht nicht für das Lösegeld. Wir müssen den Rest des Goldes anderweitig auftreiben. So. Torhaus ist nur da unten. Doof. Kriegen wir? Wir haben immer noch die gleichen Türme. Bam, bam, oh Gott, jetzt muss ich mir erstmal zurechtfinden. Was haben wir, was haben wir nicht, was... Bier, Schenke, hübsch. Das ist übrigens der Bierausschank, der bringt mit maximaler Anzahl plus 4. Meines Erachtens zu wenig, dass es sich lohnt. Dann mache ich lieber ordentlich Nahrung. Ganz ehrlich, die Burg ist groß genug, dass wir hier sogar in Hinterhand eine Getreidefarm halten könnten. Ich mach's mal. Eine zumindest. Dann machen wir noch ein paar außen hin. Aber eine für Notfallreserve, die immer wieder beliefert, ist nicht schlecht. So. Jetzt total auf Gold sparen zu gehen, ist eigentlich meines Erachtens nicht notwendig. Wir müssen schauen, dass wir ordentlich reinwirtschaften, um hier richtig gut was aufzubauen. Erstmal richtig schön Verteidigung. Das auch so hin. Neue Arbeiter. Wir haben doch diese schöne Insel gesehen. Machen wir hier ein paar Berghütten drauf. 1, 2, 3. Dort stören sie nicht. Dort haben sie eine schöne idyllische Aussicht. Das Schöne bei Häusern in Stronghold ist halt einfach, man kann sie irgendwo platzieren. Die sind nicht abhängig davon. Die brauchen nicht mal eine Verbindung. So. Ein paar Bogenschützen. Harnische haben wir auch. Wir bräuchten Armbrüste. Wo ist die Waffenkammer? Da drüben. Marktplatz, können wir Armbrüste kaufen? Nein, wir können Streitkolben kaufen. Aber hier kriegen wir zumindest... Wo ist denn der Pfeilmacher? Ach, da unten. Ja, du kannst ruhig weiter Bögen machen. Ein mit Bögen ist gar nicht mehr so verkehrt. Dann hätte ich hier aber gerne... Ja komm, wir kriegen die nebendran. Zack, zack, ihr macht Armbrüste. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, dann hätte ich gerne hier noch weitere... Kuhüberzeuge. Kuhüberzeugerinnen. Wir haben auch einen Priester da mit der Kirche. Wir können auch gute Dinge bauen, aber wir brauchen jetzt eigentlich Produktivität über alles. Achtung! Eins ausstehen? Warum eigentlich nicht, oder? So mag ich es eigentlich lieber. Ganz ehrlich, so habe ich es lieber mit den Türmen. Würde ich es auch so machen können. Bringt da, macht den keinen Unterschied. Machen wir so. So machen wir die Treppe kaputt, das ist doof. Na komm, dann lassen wir das als Extra-Turm. Ja, Herr! Aber hier hätte ich dann trotzdem gerne... Ja, eins ausstehend würde funktionieren. Dann wäre die Treppe aber weg. Die können wir neu setzen. Passt schon.
Oh Mann, scheiße. Oh Mann, du, war das nicht geplant. Nee, glaubt mir, sowas nicht geplant. Ja. Stein haben wir, Eisen haben wir. Jetzt auf Nahkämpfer zu gehen, wäre Verschwendung. Professor, aber kaufen wir einfach ein paar Streitkolben, aber wir gehen jetzt hauptsächlich auf Fernkämpfe. Ansonsten haben wir ein paar Jäger, das ist okay, ein bisschen Käse, aber hauptsächlich gehen wir jetzt dann auf die Produktion. Da ist er wieder. Da, und dann kommt dazwischen rein die Bäckerei. Plus eins. Wir können nochmal in die Steuern hochgehen. Wir haben noch ein bisschen Bier ausschankt, das ist ja auch nicht so verkehrt. Das können wir mal eigentlich mal so belassen. Ganz ehrlich, die eine Küche bringt nichts. Da baue ich da lieber Produktion rein. Ey, nee. Oh, hockst du dich da jetzt echt hin und dich so bist? Oh, du bist doch ein so ein... Ja. Junge. Ja, geh weiter. Ja, kannst auch gerne despawnen, habe ich auch kein Problem mit. So, machen wir da eine kleine Bäckermeile mal wieder. Bäcker Miles per Hour. Wir haben nicht genügend Holz. Habe ich schon was von der Flachwitzquote? Aber ihr Wichse! Ich darf kein Gold kaufen. Ihr könnt das nicht dort. Gut, wir haben gut was an Holzfällern da, aber wir müsen echt aufpassen. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ich kann mich übrigens erinnern, wie ich in der Mission sehr, sehr gerne und oft Baum gerufen habe. Sehr, sehr gerne und sehr oft hier abgegrenzt habe irgendwie. Irgendwie so war das doch, oder? Ja, genau. Ich weiß nur, ich habe doch hier, glaube ich, abgegrenzt und habe gesehen, dass sie dann da irgendwie doch außen rumlaufen können. Ganz ehrlich, ich bleibe bei meiner Burg. Die wird verteidigt. Wenn außenrum was kaputt geht, können wir es ersetzen. Können wir Nahrung verkaufen? Wir können Fleisch verkaufen. Bis das Brot anläuft, wäre es aber vielleicht unklug, das zu tun. Das Volk huldigt euch. Wir haben jetzt zusätzliche Steine. Eigentlich ist halt die Frage, wollen wir weiter verstärken? Wollen wir weiter die Türme aussetzen? Die Burg hat ja so irgendwie Stil. Und hier sehen wir schon die nächste Turmstufe. Die sind eins höher. Das ist toll. Jetzt ist halt die Frage. Wo ist denn der Wegweiser? Da oben kommen sie. Wahrscheinlich nur da oben, oder? Wenn sie nur da oben kommen, können wir das da oben einfach zubauen. Nö. Oder natürlich der Klassiker, einfach ihren Turm... Da oben können wir einen Turm hinsetzen. Das ist ja mehr als unfair. Dann können wir den ja direkt ins Gesicht schießen, wenn sie kommen. Aber gut. Ja, ich meine... Hier oben zum Beispiel einen Turm zu platzieren, so als Aussichtsplattform, warum eigentlich nicht, oder? Die jetzt alles ein bisschen im Auge behält und bewacht. Das Problem ist, da können halt Gegner hoch. Das heißt, wir müssen noch ein Torhaus davor setzen. Was nicht so ganz funktioniert. Ja, mit einer Treppe geht's natürlich auch. Aber dann kommen die Leute hoch. Und das will ich nicht unbedingt. Fallen können wir auch keine bauen, oder? Nein. Wir könnten einen Burggraben machen. Burggräben an sich mache ich sowieso viel zu selten. Machen wir hier mal ein bisschen zur. Machen wir mal zur. Schaut das aus? Oh, kommt, das lässt sich sehen. Wir haben ja ein bisschen Stein über. Ja gut, wir können es verkaufen. Das ist ein guter Einwand. Es ist eigentlich ein guter Einwand. Punkt. Das war's aber auch. Zack, zack. So geht das ebenfalls. Und da machen wir auch noch einen Turm, wenn kommt. Wer sind wir denn? Ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind Odwin. Du bist Odwin. Stimmt, Häuser. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was von den Holzfällen bekommen. Dann machen wir hier noch ein Hütchen und da noch ein Hütchen. Hauptsache, da schießt den jetzt nicht mit den Katapulten da rein. Wo es auch Schlimmeres gibt. Sehr schön, es funktioniert. Will ich hoch? Ich glaube, es ist gar keine schlechte Idee, vielleicht doch auf Bier zu gehen ein bisschen. Und ganz ehrlich, da ich sehe, dass die Produktion so jetzt auch hinhaut mit allem, was wir brauchen im Prinzip, können wir eigentlich echt... Ich speichere das nochmal. Unterstrich 2. Es war jetzt eine 1, aber gut, passt auch. Na, ganz ehrlich, da mache ich noch eine Hopfenfarm hier rein. Yes, meh. Yes, mach's ein bisschen.
bietet sich eigentlich total an, hier zu erweitern, die Burg. Hier zu, so zuzumachen. Und den ganzen Platz noch für... Ganz ehrlich, das ist eine gute, lang angelegte Investition, würde ich sagen. Machen wir das mal. Machen wir das doch einfach mal. Wer sind wir denn? Ja gut, ich glaube, das haben wir schon beantwortet. Oft genug. Da. Das funktioniert wunderbar. Auf die Idee hätte ich auch schon mal eher kommen können. Gut, wir können das natürlich so lassen und ein Tor zwischenrein machen, aber das wäre Platzverschwendung. Und schade ums schöne Stein. Zack, 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 zack. Jetzt, wie schon gesagt, leider ist es hier halt so. Jetzt ist die Burg komplett viereckig. Jetzt ist das halt, leider ist es so, dass wenn man es nachträglich die Mauern baut, nicht so raneckt und wenn man es wieder wegreißt. Ja gut, sag mal so, warum zum Teufel sollte sich einfach mal die Gebäudestruktur verändern? Das ist ja kein Organismus. Das ist halt einfach so gebaut und jetzt ist die Mauer weg. Und die gucken doof. Na komm, dass das nicht ganz Männer anders der Schlange sieht. Wurden gesichtet. Was nun, Sire? Gebt ihnen ein Bier aus. Blöde Idee. Dann eben nicht. Passt ganz knapp nicht zwei rein. Schade. Nee, nur mal eins. Sonst hätte ich gesagt, wir machen es noch anders. Machen wir mal zweimal Hopfen. Das war's eigentlich. Schade. Eigentlich wollte ich das noch weiter. So viel Platz hier eigentlich. Wisst ihr was? Die Männer der Schlange wurden gesichtet. Lololololo, hier noch was machen, da noch was machen. Ey. Es werden Waffen. Wir spielen auf sehr schwer. Warum bin ich so inkompetent? Ist doch wahr. Hier kommt jetzt die Mühle hin. Dann können wir hier nämlich noch eine Getreidefarm bauen. Direkt nebenan. Eisen haben wir auch gut. Eisen können wir verkaufen. Wir können Eisen verkaufen. Handelsgut. So. Eine Botschaft der Schlange. Ihr schon wieder. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Was? Ich habe nichts gesagt. So, die Schlange kommt. Ich möchte noch fertig bauen. Das Türmchen will ich noch haben. Ja, jetzt wird es bestimmt lustig. Jetzt kommt, sehe ich wahrscheinlich die größte Armee der Welt auf mich zukommen. Wo? Ah, Leiterträger. Okay, wir können unsere Lanzenträger doch gebrauchen. Ja. Lanzenträger. Wir rücken aus. Du nicht, Günther. Lanzenträger. Was wünscht ihr? Streitkampfkämpfer bleiben mal draußen und verteidigen unsere Farm. Bin zur Stelle. Und noch mehr Bogenschützen. Die ja, kommen darüber. Aber eigentlich müssten die Leiterträger so schnell weggeballert werden. Wir müssen halt noch treffen. Das ist. Ja, das ist. Da ist noch so. Das ist das Kleingedruckte quasi. Da ist noch so ein kleines Problem drin. Wir brauchen echt mehr Armbrustmacher. Mehr Brüste braucht das Land. Mehr Brüste. Damit meine ich nicht. Damit meine ich jetzt nicht den Meerbusen. Ich meine mehr Brüste für die Arme. Mehr Brüste für die Hände. Das kann man wieder falsch verstehen. Hier kommen jede Menge Armbrustschützen, aber die kriegen wir auch noch abgewehrt. Da kommen noch welche lang, die denen. Dass sie mir mal entgegenkommt. Das ist ein entgegenkommender Lord. Hier werden wir geschossen, was das Zeug hält. Sehr schön. Und ihr lasst hier meine Farmen in Ruhe. Das hier mit der Aussichtsplattform geht mir immer noch durch den Kopf. Bewegt euch, Hunde. Ich muss bloß... Weiß nicht. Ich mache immer jetzt mittlerweile so gerne solche schönen provisorischen Konstruktionen. Vielleicht können wir so eine kleine Bergbefestigungsanlage errichten. Der Feind ist bezwungen. Ich meine, dann machen wir einfach mal den Turm hin. Zack, der ist jetzt da und freut sich seines Lebens. Dann ziehen wir das hier weiter. Die Truppen der Schlange greifen an. Wild? Man kann es auch ein bisschen übertreiben, Junge. Ja, also. Bergbefestigungsanlage und so. Die geht so runter. So rüber. Nee. So runter. Ich bin überfordert schon wieder ein bisschen. So, und dann davon wieder rüber. Dann wird das so gehalten. Schaut jetzt leider nicht ganz so hübsch aus.
Das Problem ist, da drüben kommen sie auch noch durch. Mann. Aber es schafft auf jeden Fall Zeit, bis sie einmal durchgelaufen sind. Achtung, zur Stelle. So, mal mehr Leute auf die Welle. Zur Stelle. Auf die schnelle Welle. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in Junge, was geht denn mit der Schlange wieder ab? Wir können hier doch, glaube ich, ja, wir können hier hochgehen. Und dementsprechend noch hier. So, jetzt mit dem Bioschrank könnte auch besser klappen, aber wir haben auch zu wenig Brauereien, fällt mir gerade so auf. Die können wir mal dahin platzieren noch. Die müssen ja nur zum Vorratslager und zurück. Einmal Vorratslager und zurück. Ja, hä? Wo wollen die jetzt hin? Und was machen die? Und oh, nö. Ja, wunderbar. Da kommt schon die nächste Truppe der Schlange. Die machen uns jetzt viel aus dem kaputt. Was wollten ihr überhaupt? Wollt ihr die Rehe aufessen oder was? Bewegung! Na los! Oh Gott, die Farmen müssen geschützt werden. Auf ins Getümmel! Wir können ja aber auch mal eine private Kuhfarm haben. Eigentlich sind wir jetzt mittlerweile schon Selbstversorger. Zwei Getreidefarmen und jetzt bei Hopfenfarmen dürften fast schon reichen. Manchmal hilft nur Mut. So, vor allem so nah hier am Vorratslager. Das mit der Bergfestung muss ich mir nochmal überlegen. Weil es hier hinten einfach zuzumachen, ist doch auch langweilig. Aber effizient. Kommt. Aber effizient. Es tut mir leid. Wenn hier zu ist, dann wollen sie wenigstens nicht hier lang. So. Jetzt bräuchte ich auch noch... Oh, ey. Frau! Brunhilde Pichelheime. Was gibt's? Wenn ich dich so anschaue, passt Pickleimer viel besser. Und schon kam ein Gegenstand geflogen. Ganzes Teeservi. Achtung und los! So. Jetzt kommen die Gegner eigentlich nur noch hier durch. Auch was. Ja, komm, wir lassen die Käsefarm so. Bin ja langsam am Upgraden. Hier mache ich jetzt eine schöne Todesfalle quasi. Bam, 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 bam. Genau, mach die Leitern weg. Die Leiter muss weg. Die Leiter muss weg. Hier haben sie mir mein Eisen kaputt gemacht. Vielen Dank, liebe Gegner. Das habt ihr toll gemacht. Ihr kriegt ein Bonbon, wenn also alles vorbei ist. Ich sag aber nicht, wo ihr es reinbekommt. Ich will ja nicht die Überraschung verderben. Ach, Mann. Ich will euch noch sagen, es ist ein Fisherman's Friend. Extra scharf. Vorher noch in Tabasco eingelegt. Geht weg. Also so dringend, wie meine Leute hier raus wollen, merke ich schon, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, ein zweites Tor zu machen. Wo die sich hier überall durchnagen? Wo kam der her? Wir machen hier mal mehrere Torhäuser noch. Hier eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, wir machen da noch eins. Und... Ja, passt schon. Einfach ins Meer. Na endlich! Es werden Waffen benötigt. So, hier ein paar Armbrustschützen, auf jeden Fall Bogenschützen. Wir bräuchten noch mal mehr Bogenschützen, weil Bogenschützen darf man trotzdem nicht unterschätzen. Vor allem, weil die einen schnellen Stellungswechsel machen können. Zack, du machst noch Armbrüste. Und dann bräuchte ich noch ein paar Leute, die mir... Obwohl. Nee, einer von euch macht noch Bögen. Und dann machen wir noch einen, der hier Streitkolben herstellt. Komm, machen wir da hinten einen. In diesem Gebäude gibt es keine. Der macht mir hin und wieder noch ein bisschen was, dass ich ein paar Streitkolben nachbauen kann. Eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Und ich sehe gerade, wir haben noch gut. Oh. Wir benötigen Holz. Oh, wir haben noch ein bisschen was, wir haben noch ein bisschen was. Da wird noch was gesägt. Ja, wir sind hier auf reines Holz angewiesen. Wir können nichts kaufen. Ist ja nichts Neues, das hatten wir in den ganzen ersten Missionen schon so. Zur Stelle. Ist trotzdem und doof. Marsch. Gegner kommen nur hier durch. Eigentlich können wir sie dazu zwängen, nur hier durchzukommen. Indem wir hier auch irgendwie zuziehen, aber wie ich das jetzt machen soll, so. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee.
So, 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 so. Gut, da hat der Architekt ein bisschen geschlampt. Das schaut jetzt von dort aus irgendwie ein bisschen komisch aus. Ist auch noch weg? So geht's, so geht's. Das ist ein bisschen nach ein bisschen was ausschaut. Die Schlange kommt wieder und kommt, damit es wieder geplant aussieht, gibt es wieder eine Fahne. Die obligatorische Geplantheitsfahne muss einfach dazukommen. Ist ja gesagt, Flagge. Zack, da eine. Und da gibt es noch so eine. Ja. Schlange. Ich bin zur Stelle. Ich muss da ein bisschen immer so an Battle Realms denken. Unerreichbar, Sire. Mit dem Schlangenclan. Ah, okay. Anderes Spiel, anderes Thema. Zack, zack. Nochmal zwei Bäcker, das dürfte jetzt eigentlich ganz gut hinhauen mit der Versorgung. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ja, die kommen wir. Was wollt ihr denn, ihr Schlawine? Nee, die kommen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg. Die Rehe sagen mir, da kommt noch was durch. Scheiße! Fuck! Nein! 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 Mann, teuer! Genau, schiebt sie weg, schiebt die Günther weg. Nein, 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 nein. Raus, 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 raus. Und ihr? Was macht ihr denn? Was machen die? Hä? Ey, die haben den Zugang zerstört. Die haben den Zugang kaputt gemacht. Clever. Ja, jetzt kommt aber. Jetzt müssten sie noch einen Turm kaputt machen, wenn sie schon den Zugang blockiert haben. Der Feind ist bezwungen. Okay, an unserer Bergfestung müssen wir noch ein bisschen arbeiten, merke ich gerade. Das ist durchaus Verbesserungspotenzial. Weil hier kommen die Leute durch. Hier kommen die Leute durch, 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 durch. Die Truppen der Schlange greifen an. Och, Schlangelein, lass mir doch ein kleines Verschnaufpäuschen. Machen wir es so. Machen wir es so. Machen wir es so. So. Jetzt dürften die Lücken aber gestopft sein, soweit. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Da haben wir noch einen Wall. Einen zusätzlichen. Und wisst ihr was? Damit das alles wieder mal geplant aussieht, gibt es noch einen Turm. Haha. Was wünscht ihr? Und der wird noch schön mit dem. Wir müssen jetzt zwar Gold sammeln, aber Hauptsache verschwenderisch sein, nicht wahr? Mit Zinn umringt. Wo es von der anderen Seite nicht klappt, dann zumindest hier. So, jetzt hat's doch ein bisschen was, oder? In der Zeit kommt die Schlange wieder irgendwo an. So und so. Und so. Entlegene Dörfer. Der kommt schon wieder durch, oder? Ach komm, verarsch mich doch nicht, das gibt's doch nicht. Ja, da kommen die Rehe durch. Oh, ist das gemein. Winter Army, vorbereiten zum Knubbeln. Bewegt euch, mein Herr. Und was aber verbindigst damit? Da hinten mit. Ich sehe schon, da kommen die dann auch wieder durch. Ey, diese Furten sind total gemein gesetzt. Was gibt's? Ja, aber da dürft's doch eigentlich. Ich müsste es echt mit eigenen Leuten mal ausprobieren auf lange Sicht. Und ich müsste hier auch mal ein paar Verteidiger setzen. Achtung! Zur Stelle! Hier hinten, weil hier knabbern sie ja gerne mal durch. Eisen. Ja, jetzt können wir mal gucken, dass wir langsam ein bisschen Geld scheffeln können. Ja, Herr. So, hier möchte ich jetzt mal wissen, was hier abgeht, ey. Das ist aber Wahnsinn. So unglaublich. Unverschämtheit. Damals hätte es sowas nicht gegeben. Mann, die Truppen der Schlange greifen an. Da kommt man nicht durch, oder? Da kommt man nicht durch. Genau das. Genau das ist es. Das ist der Knackpunkt. Ich möchte noch, dass es schön aussieht. Entschuldigung. Hindurch, ihr Rehe. So.
Dann ist hier leider eine Lücke. Kann man jetzt nichts machen. So, von mir aus könnt ihr sich da... Nein, jetzt habe ich die Flaggen. Nein! So. Oh Gott, ich habe die Günthers ausgesperrt. Bewegung! Na los! Was gibt's? Jetzt kommt hier aber niemand mehr durch, oder? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Schaut trotzdem irgendwie alles so provisorisch dahin geklatscht aus. Ich bin zur Stelle. Eure Befehle sind auf dem Weg. Ja, hör weg mit den Leitern. Bin zur Stelle. Kommen wir dazu. Hier will es wahrscheinlich sowieso keiner lang, aber trotzdem machen wir noch später ein paar Türme hin. Ja. Auf ins Getümmel. Okay. Ja, so kriegen wir das eigentlich ganz gut verteidigt. Wir haben sehr schwer, oder? Würde schon sagen. Bei mir wurde gesagt, das Lösegeld wird ziemlich knifflig auf sehr schwer, aber bis jetzt muss ich sagen, obwohl ich die ganze Zeit so penibel am Bogen bauen bin, komme ich noch nicht in große Schwierigkeiten. Wir haben auch keine Zeitbegrenzung. Manchmal hilft wir können jetzt schön langsam das Geld sammeln. Und glücklich sein. Ja, und Pfeife rauchen. Wir könnten jetzt sogar mal tatsächlich auf Spielgeschwindigkeit 60 gehen. Bin zur Stelle. Immer noch mal ein paar Truppen ausbilden dazu. Ist bezwungen. Guten Morgen, es liegt immer noch am Mehl. Wir kriegen noch nicht genug Brot rein. Das heißt, hier kommen noch mal zwei Bäcker dazu. Hier, ja, wir haben ja auch massig Getreidefarmen. Wie schaut es mit dem Bier überhaupt aus? Das Volk huldigt euch, Sam. Ja, wir haben auch nur eine Schenke. Stimmt, hier ist es ja so, dass man mehrere Schenken braucht für einen höheren Bonus. Böse. Böse, böse. Äußerst böse. Jetzt kommen die Besoffenen raus. Wunderbar. Komm, mach mal Platz. So, dann gucken wir mal. Wenn wir da zusätzliche Beliebtheit bekommen, ist ja alles gut. Plus 1 nochmal, dann kriegen wir eigentlich, wenn es gut geht. Bin zur Stelle. Achtung! So. Achtung! Noch ein paar Leute hier drauf. Vorwärts! Und können wir immer gebrauchen? Sire. Mehr Power. Waffen geschultert. Hier mal überall noch einen Armbrustschützen drauf. Der ein bisschen absichern soll, falls jemand doch hinten rum sich schleicht. Allzeit bereit. So, und ich würde mal sagen, jetzt können wir langsam mal auf reine Produktivität gehen. Auch abseits der Steuern. Das heißt, wir machen nochmal ein, zwei Häuser. Die Truppen der Schlange greifen an. Heul doch. So. Holzfäller können wir... Das reicht so. Hier geht's eigentlich auch noch ganz gut. Aber trotzdem noch einen mehr. Dann möchte ich nämlich gucken, dass wir... Ja, super, so viel zu dem Plan. Aber wir können trotzdem mehr Ochsenjoche machen. Wird nicht schnell genug abgeliefert. Und trotzdem ein paar mehr Eisenleute. Eisen bringt auch gut Geld. Darf man nicht unterschätzen. Auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Wir benötigen Holz. Das läuft noch ganz gut. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ja. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ganz ehrlich, notfalls halber gehe ich einen anderen Weg. Das Volk huldigt euch. Ja, der Bierschrank ist jetzt so. Der Feind ist gezwungen. Zwei geöffnete Schenken. Besoffenheitsanzahl ist ganz okay. Bier ist noch gut da. Dann mache ich mal noch eine Brauerei hin und mache noch eine Schenke, dass wir einen plus 3er hinkriegen. Boah, kommt mal mehr Holz rein? Ist ja Wahnsinn. Eine Botschaft der Schlange. Zu schade, dass ihr sterben müsst. Ihr wart sehr unterhaltsam. Tja, tut mir leid. Aber wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, nicht wahr? Von wo kommen die eigentlich? Klettern die alle den Wall hoch? Das ist ein richtiger Cliffhanger. Aber ja, mittlerweile werden die Angriffe stärker. Es kommen immer mehr Günthers. Streitkolbenkämpfe. Ihr wisst schon. Achtung! Kommen immer mehr Bäume mit Streitkolben. Achtung! Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Aber wir kriegen das mittlerweile ganz gut abgeschossen. Obwohl, könnte Aua machen. Könnte schwer Aua machen. Jetzt werden die Angriffe echt böser. Bös R, bös C, bös S. Bewegt euch, Hunde. Mach hier abfangen, bitte. Shit, nicht schon wieder.
sind Geschichte. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet, aber das müsste klappen. Schön gegenschießen. Der Rest dürfte im Nahkampf gehen, der eine. Er hat sogar noch einen getötet. Der Feind ist bezwungen. Aber ja, das war jetzt ein bisschen heftiger. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Verteidigung an dieser Engstelle. Uiuiui, die Schlange will es aber wissen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So. Ja, Herr. Ein bisschen mehr für die Güterarmee. Ja, Herr. Dann wollte ich doch noch eine weitere Schenke machen, um einen kleinen Plan einzugehen. Und zwar brauche ich jetzt hier noch eine Schenke. Hopfen. Hopfen ist gerade eher so das Problem, sehe ich gerade. Ich bin irgendwie die Produktivität der Hopfenfarm von Crusader gewohnt. Da reichen wirklich nur ein bis zwei. Da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen umdenken. Habe ich schon erwähnt, dass in dem Spiel irgendwie die Heilmöglichkeiten fehlen. So. Da können noch ein paar hoch. Sehr schön. Und zwar nicht nur Armbrustschützen, sondern auch ein paar Bogenschützen. Oh. Plus zwei. Geöffnete Schenken, weshalb wir dann bei drei? Dann dürfte es eigentlich mehr sein. Plus vier. Coole Sache. Damit würden wir rein theoretisch tatsächlich eine minus 8 hinkriegen. Es darf bloß nicht schief gehen, das ist das Problem. Oder wir gehen von den Rationen zurück und halten es bei 4 und verkaufen ihnen wieder ein bisschen Brot. So können wir es auch machen, aber die Steuern, die gerade reinkommen, sind nett. Wie viel kriegen wir nochmal? Das Volk huldigt euch, Sire. Gemeine Steuer. So gemeine, fiese Steuer. Achtung! Zur Stelle! Im Laufschritt! Ja, Herr, manchmal hilft. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Aha. Eure Befehle? So, dann brauchen wir nicht mehr viel. Jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen sparen. Und dann wird's. Wie gesagt, notfalls einfach alles einreißen und sagen, jetzt haben wir gewonnen. Nö, 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 nö. Noch ein paar fahren. Flaggen ist ja gut. Bevor wieder die Klugscheißer kommen. Mit ihrer altdeutschen Flaggenausbildung wahrscheinlich. Bin gelernter Flaggner. Ich fahre jeden Tag mit meinem Flaggschiff auf die Arbeit. Moment mal, war ein Flaggschiff nicht Schnauze? dann geht's aufs Torhaus noch so ein Ding. Und hier noch so eins. Zack. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! In Bewegung! So, blöden Terror mal wieder. Jetzt haben wir schon über 20. Ja, wir haben über 20. Jetzt nehme ich 21. Los, schieß auf einen der. So gechillt will ich auch mal in meinem Job sein. Ja, das kriege ich, Junge, dreh dich mal um. Wieso denn? Ach du Scheiße. Aber wir kriegen jetzt ganz gut abgewehrt. Mit euch. Ist bezwungen. Achtung! Achtung! Yay. Seid ihr glücklich? Seid ihr stolz auf mich? Ich bin's. Und marsch! Los! Ich würde mir gerne selbst auf die Schulter klopfen, hätte ich einen dritten Arm. Aber ich schwöre euch, hätte ich einen dritten Arm, würde ich ihn zum einen nutzen, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen, zum anderen, um mich immer hin und wieder zu kratzen, wenn ich es gerade nicht kann. Mhm. Gut, es geht an sich auch eigentlich mit dem zweiten Arm. Ja. Aber ich bin manchmal zu faul, die Hand von den Pfeiltasten zu nehmen und zu scrollen. Wie soll das gehen? Günther hat drei Hände. Der kennt das Problem ja, nicht. Herr, manchmal hilft nur Muskelkraft. Damals, als er Streitkolbologie studiert hat, hat er ein Auslandssemester in Fukushima gehabt. Da hat er seinen dritten Arm herbekommen.
Der war leicht gemein, aber hey, die meisten von euch werden zumindest geschmunzelt haben. Alles für die Quote. Ihr dürft es nicht vergessen, alles für die Quote. Leute, schießt die mal weg. Aber ja, die schießen... Obwohl, wo schießen die hin? Das Vorratslager ist voll, my Lord. Waffen geschultert. Bin zur Stelle. Ja. So. Die Truppen der Schlange greifen an. Junge, ist ja gut langsam. Im Übrigen, was auch mal ganz gut zu wissen ist, wenn wir es gerade beim Randwissen sind, weil wenn ich mich recht erinnere, habe ich hier bei der Folge damals vor 4 Jahren, glaube ich, so ein paar Randinfos übers Bier gebracht. Ich habe ein bisschen was zusätzlich noch hinzuzufügen und zu ergänzen. Und zwar was Hopfen angeht. Wusstet ihr übrigens, dass Deutschland fast Weltlieferant von Hopfen ist? Deutschland hat die größten Hopfenanbaugebiete der Welt. Und ich glaube sogar mit mehreren Nummern vorne. Ich weiß nicht, warum viele andere Länder keinen Hopfen anbauen. Entweder liegt es am Klima oder die meisten unlukrativ ist es auf jeden Fall nicht. Weil ich habe schon gesehen, ich kenne auf jeden Fall das Hopfenanbaugebiet Spalt. Das ist aber nicht das größte, das ist eins der ältesten. Aber das größte, ich komme gerade nicht auf den Namen, das größte Hopfenanbaugebiet. Aber ich habe es mal auf der Karte gesehen, das ist riesig. Das ist wirklich gigantisch groß. Und das Üble ist, Hopfen, also ich glaube, einen guten Teil seiner Wirtschaftskraft hat Deutschland wahrscheinlich wirklich den ganzen Hopfenexport zu verdanken, weil überall wird Hopfen exportiert. In fast alle Länder. Amerika, Japan, fast alle Länder benutzen deutschen Hopfen. Das ist echt lustig. Achtung! Zum Bierbrauen. Bin zur Stelle. Und wie das letzte Mal, als ich mal nachgeschaut habe, ich habe dann doch mal interessehalber geguckt, ich glaube so an sich, der Kaufpreis von Hopfen liegt, glaube ich, beim Kilo bei irgendwie 25 Euro oder so. Irgendwie so war das. Das ist schon übel, wenn man sich überlegt, was für Massen das dann manchmal abgebaut wird zu Hochzeit. Also ich glaube schon, dass Deutschland einen guten Teil seiner Wirtschaftskraft tatsächlich den ganzen Hopfen und auch dem Bierexport zu verdanken hat. Sind auf dem Weg. Schon Wahnsinn. Zur Stelle. Lang lebe das Bier. Dank dem Bier geht's uns allen besser. Vorwärts. Entlegene Dörfer. Noch ein Grund mehr, was zu trinken. Eine Truppe der Schlange ich habe gerade keins da. Diese Richtung. Nö. Bewegt euch, Hunde. Schade. Das wäre jetzt nämlich der richtige Augenblick gewesen, um anzustoßen. Aber wer gerade zuschaut und ein Bier neben sich da hat, Prost! Achtung! Achtung! Jetzt haben wir langsam mal keine Streitkolben mehr. Wir haben keine Streitkolben mehr. Streitkolben, die man sich jetzt zur Rüstung anzieht. Es piekst hin und wieder ein bisschen leicht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Keine Harnische mehr. Wir kommen mit der Harnischproduktion gerade nicht mehr hinterher. Das ist übel. Die Truppen der Schlange greifen an. Du hast eine kleine Schlange. Ja, die Angriffe werden nicht stärker. Jetzt ist es ein Selbstläufer langsam. Ein Selbstflitze. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Und hin und wieder kriegen wir sogar plus 1 Beliebtheit dazu, wegen dem Fleisch, was reinkommt, oder ein bisschen Käse. Ist auch ganz lustig. Das heißt, selbst einen kleinen Ausfall können wir dann hin und wieder ein ganz kleines bisschen wieder gut machen. Wir kriegen immer noch mehr Mehl rein. Da ist immer noch ein bisschen mehr möglich, so gegenzuwirken. Unsere Brotdeflation. Entlegene Dörfer. Das Brot eine Truppe der Schlange Mehrwert. Auf dem Weg in diese Richtung. Funktioniert alles noch. Gute, böse Dinge. Ja, gute Dinge bauen könnte uns jetzt in dem Sinne helfen. Würde eigentlich kaum einen Unterschied bringen. Ist bezwungen. Ja, es würde uns sogar schaden. Wir hätten plus 5 Beliebtheit, klar. Dann, wenn wir jetzt richtig hochgehen. Eigentlich könnte man dann die Steuern höher stellen, aber dann wird weniger Nahrung produziert, aber immer noch gleich viel gegessen. Die Leute sind zwar fauler, verbrennen weniger Kalorien, aber sie fressen immer noch so viel. Kein Wunder, dass alle so fett werden hier langsam. Durch die ganzen Bäcker an. Und ja. Problem ist dann wirklich, da müssen wir auf normale Rationen stellen, um das wieder auszugleichen ein bisschen. Und dann hätten wir nur plus 1 Beliebtheit als Bonus. Die Steuern würden gleich bleiben. Im Prinzip.
die andere Produktion geht runter. Also es wird sich nicht lohnen. Gut, gute Dinge lohnt sich eigentlich wirklich nur, wenn man wirklich den Kampfbonus braucht für die Truppen. Beliebtheit ist so ein kleines Sonderbonbon. Das ist so etwas, das man oben drauf hat, um ein bisschen diesen Wirtschaftseinbruch auszugleichen. Aber nur leicht. Aber hauptsächlich macht man es wegen der Truppenkampfkraft. Winterarmee! Lasst euch das nicht bieten! Läuft doch ganz gut. Auch wenn es ein bisschen schneller ginge, wenn wir jetzt keine Truppen bauen würden. Aber hey, ein bisschen mehr immer überall. Kann man doch immer mal gebrauchen. Der Feind ist bezwungen. Die Truppen der Schlange greifen an. Ich würde sagen, wir bringen es mal zu einem Ende, oder? Sonst wird die Folge wieder so lang, dass ich sehe. Ich habe die letzte Folge übrigens aufgeteilt, habt ihr gesehen? Einmal in den ersten Versuch quasi. Und dann, als wir es geschafft haben. Und ja, ich gucke, wenn ich schon schneide, dass ich es dann so passend mache, dass wir die Folge zumindest in einem flüssigen Durchrutsch machen. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht über eine Stunde. Wie schon gesagt, sobald es über eine Stunde wird, muss ich wirklich sagen, für eine Folge. Ihr müsst auch ein bisschen bedenken, dass ich ja wirklich fast jeden Tag oder alle zwei Tage mittlerweile fast aufnehme hier, um da hinterherzukommen. Von daher, wenn es nochmal eine Folge mehr wird, ist es hoffentlich nicht so ein Bruch für euch. So ein Streitkolbenbruch. So, dann mal hier weg, da weg. Ein bisschen Brot kann wieder weg. Na, haben wir es bald. Auf schwer hätten wir es schon geschafft. Der Feind ist bezwungen. Wollte ich nur gesagt haben. Jetzt ist das Problem, wir können kein Holz verkaufen. Das kann jetzt viel Lagerplatz wegnehmen. Okay, die Ablieferung funktioniert gut. Da kann man noch was weghauen, da kann man noch was weghauen. Komm, mal mehr Steine weg. Mehr Brot weg. Und nun abwarten und Bier trinken. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Besser gesagt, Hopfenblütentee trinken. Ja, da kann man noch ein Auge zudrücken. So. Es ist halt irgendwie, da ist schon mal die Burg ein bisschen kreativer gebaut und wir machen wieder was Viereckiges draus. Das war jetzt nicht mal beabsichtigt. Ich habe bloß gesehen, dass da Expansionspotenzial besteht. Wie gesagt, man kann auch klassisch abgrenzen. Einfach sagen, wir bauen eine Mauer ganz breit bis darüber und bauen hier noch so zu. Und dann gucken wir einfach, dass wir hier hinten alles zubauen. Aber hier, ich hab dann drüber eine Burg oftmals. Irgendwas, was ummauert ist. Oder zumindest sowas wie hier eine kleine Stadt oder so, die einfach so schön, so eine schöne Mauer außenrum hat. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ich merk's gerade, das ist doof. Aber es wird schon wieder gehen. Nehme ich einfach mal so. Das werfe ich einfach mal so in den Raum, es wird schon gehen. Alle Leute am Verhungern. Keine Sorge, Leute. Seht's wenigstens positiv. Es kann nur besser werden. Oh, Arschloch. Die Truppen der Schlange greifen an. Fühlt dich jetzt toll. Ihr kriegt jetzt keine Gratulation von mir. Bist du denn immer noch... Nee, es ist Elisabeth Riemenschneider. Bald haben wir es. Jetzt eigentlich bloß noch ein bisschen Stein verkaufen und jetzt haben wir es gleich. Na, liebe Schlange, was sagst du zu meinem Erfolg? Ach, wir werden den Angriff noch ab. Obwohl, nächsten Steuern. Machen es mir. Eine Botschaft der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Sicher? Nächstes Mal könnte das letzte Mal sein. Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wir haben gesiegt. Wir sind siegreich, Sire. Yay. 36% Truppen verloren. Jetzt ist das ausgehend von der Zahl, die ich jetzt am Ende an Truppen habe. Weil dann ist es doch schon verdammt viel. Aber gut. Das war Mission 12. Und wie geht es denn weiter? Da das Lösegeld bereits auf dem Weg zu Sir Longarm ist,
wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis der König freikommt. Ich weiß, es gab in der Vergangenheit gewisse Unstimmigkeiten zwischen uns, aber ich bin sicher, wir können uns einigen. Ich gebe euch mein Wort darauf. Wenn wir einen Waffenstillstand vereinbaren, werden all eure Bedingungen erfüllt. Er gibt uns sein Wort darauf. Mensch, dass das ja eine Menge zählt, haben wir ja schon mitgekriegt, oder? Ach, die Schlange. Die Schlange, die Schlange, die Schlange. Jetzt ist er, Herzog Beauregard, in seiner letzten Grafschaft. Also könnt ihr euch denken, wie wohl die nächste Mission heißen wird. Und ja, die Länderei, der Lord Woolsack hausiert hat. Und beziehungsweise immer noch hausiert, bloß wahrscheinlich an vielen Orten gleichzeitig. gehört immer noch dem Schwein. Aber gut, wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal.